Moin, heute gibt es wieder eine Rezension für euch. Und zwar soll es sich heute um Der silberne Traum, die Chroniken der Nebelkriege von Thomas Finn drehen. Das Buch ist im Feder- und Schwertverlag erschienen, kostet 14,95 Euro, ist eine Klappbroschüre und hat 414 Seiten. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und sage deswegen vielen lieben Dank an den Verlag. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass ich von Thomas Finn im letzten und vorletzten Jahr schon einiges gelesen habe und die Bücher konnten mich sehr begeistern. Allerdings kam das eher aus den Bereichen Horror und Dark Fantasy. Und das ist mein erstes reines High Fantasy Buch von den Autoren und deswegen war ich wirklich sehr gespannt darauf. Hierbei handelt es sich um die Vorgeschichte der eigentlichen Reihe, der eigentlichen Trilogie, die Chroniken der Nebelkriege. Und obwohl das Buch gerade relativ neu in dem Verlag erschienen ist, handelt es sich hierbei eigentlich nicht um eine Neuheit, sondern um eine Neuauflage. Und im Verlag haben sie entschieden, dass die Vorgeschichte als Band 1 als erstes erscheinen sollte in der Neuauflage. Das sieht man hier auch, dass wir insgesamt 4 Bände haben und wir uns jetzt den ersten Band vornehmen. Finde ich auch ganz toll, dass es hier gekennzeichnet ist. Das haben wir bei vielen Reihen ja überhaupt nicht und finde ich immer schade. Man sieht hier natürlich aber nicht, dass es sich hierbei eigentlich um die Vorgeschichte handelt, die damals, als es zuerst erschienen ist, als letztes herausgekommen ist nach der eigentlichen Trilogie. Wir treffen hier auf die Elfe Fee. Und diese wacht auf einem Schiff auf, ohne Erinnerungen. Sie wird aber nach und nach erfahren, dass sich das Land, in dem sie aufgewachsen ist, unterworfen wurde von der Nebelkönigin Morgoja. Und sie hat nicht nur das Land, sondern auch die Elfen unterworfen. Und Fee ist irgendwie auf der Flucht, aber sie weiß nicht genau, woher sie kommt, was ihr Auftrag ist, was sie überhaupt auf diesem Schiff macht. Das Schiff ist ein Klabauterschiff und sie bekommt mehrere Freunde, zum Beispiel eine Möwe oder einen Nixenprinzen und zwischen denen sind auch so ein paar romantische Spannungen. Ja, sie reist durch das Land und erfährt immer mehr über ihre Aufgabe und über das Land, über Morgoja, muss natürlich, sammelt so ein paar Freunde und Verbündete zusammen, begegnet natürlich aber auch Feinde und muss einige Angriffe und Intrigen von Morgoja verhindern. Ja, so ungefähr, ich möchte gar nicht so viel verraten, weil hier sehr, sehr viel passiert und ich fand das irgendwie schön, weil auch im Klappentext ist nicht so viel draufgeschrieben, das selbst zu entdecken und so möchte ich euch das auch überlassen. Zur Welt selbst kann man sagen, dass sie unserer angelehnt ist, denn als ich mir die Karte angeguckt habe, dachte ich auch schön, wieder eine Karte, aber irgendwie kommt sie mir bekannt vor, bis ich dann gesehen habe, dass wir hier Deutschland sehen, dann die Nordsee und Ostsee und auch so Großbritannien sehen und dass die Orte auch unseren angelehnt ist. Zum Beispiel heißt Hamburg hier Hammerburg und Großbritannien eben Albion. Also es ist alles so ein bisschen historisch oder aus den Mythen- und Sagenwelten entlehnt. Trotzdem hat es vieles Eigenes und hat Spaß gemacht zu erforschen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr rasantes und buntes und fantasievolles Abenteuer mit einer Vielfalt von Wesen, eben aus der Mythen- und Sagenwelt entnommen. Wir haben hier zum Beispiel Däumlinge oder Gargül oder, wie schon gesagt, Nixen. Aber man merkt, alles ist so ein bisschen der nordischen Mythologie und dem Meer entlehnt. Also wir haben hier im Grunde ein Hommage an das Meer, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben hier aber auch sehr, sehr schrullige Charaktere, liebevolle Charaktere, was mir auch gefallen hat. Es ist eine sehr einfache Sprache, aber auch eine sehr, sehr rasante Sprache. Also hier kommt eigentlich keine Langeweile auf, ohne dass mir die Action jetzt irgendwie zu viel geworden ist. Also es passiert immer was, aber es ist jetzt nicht dauernd Kampf oder so. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Varianten da drin. Das hat mir gut gefallen. Und obwohl sich hier eine romantische Spannung zwischen den beiden Charakteren entwickelt, also zwischen unserer Elfe Fee und dem Prinzen der Nixen, der Unterwasserwelt und die auch immer wieder so eine kleine Rolle spielt zwischen den beiden, hat es mir gut gefallen, wie das Ganze aufgelöst wurde. Es war überhaupt nicht kitschig, es war sehr
witzig gemacht und überraschend und überhaupt nicht vorhersehbar. Ich hatte gedacht, okay, die beiden kommen dann nachher zusammen, so ist das halt. Und es spielt nebenher so eine kleine Rolle, hat mich auch gar nicht so sehr gestört. Aber wie das dann aufgelöst wurde, das hat mich positiv überrascht, das hat mir richtig viel Freude bereitet, dass das mal nicht so klischeehaft war. Was ich hier wieder positiv erwähnen möchte und was ich bei den anderen Romanen auch schon gesagt habe, ist, dass Thomas Finn es einfach drauf hat, Schauplätze zu erschaffen. Und auch hier ist es einfach wieder grandios gemacht, was einem im Kopf so wieder zurechtgelegt wird, ohne dass man viel arbeiten muss, ob das eine Nixengrotte ist oder einfach eine riesige Stadt aus Bäumen an der Küste oder ein Jahrmarkt. Es war wirklich ganz, ganz toll. Es sind nicht niegelnagelneue Ideen, sind auch viele bekannte Sachen mit eingeflochten, aber so viel mit so viel Fantasie und bunten Einfällen schafft er einfach ganz, ganz tolle Orte, wo denn das Abenteuer passiert. Das hat mir wieder wirklich Spaß gemacht. Aber obwohl ich wirklich Freude mit diesem Buch hatte, habe ich doch so ein paar negative Kritikpunkte anzumerken. Zum Beispiel fand ich die Charaktere leider nicht sehr tiefgründig, ein bisschen zu oberflächlich, obwohl sie mir dennoch ans Herz gewachsen sind, weil es ja doch schrullige, lustige Charaktere waren. Aber sie waren mir dann doch zu eindimensional und man hat schon gemerkt, dass es sich hierbei eher um ein Kinderbuch handelt. Das muss man schon wissen, bevor man es liest. Man merkt es an den Figuren und auch an der Handlung, aber das macht ja gar nichts. Man sollte es nur vorher wissen. Ich finde trotzdem, dass die Figuren mir ans Herz gewachsen sind, aber ihnen fehlte so ein bisschen mehr emotionale Tiefe. Ich hätte gerne noch ein paar Gefühle und Gedanken mehr drin enthalten gehabt. Was mich aber noch ein bisschen mehr gestört hat, war, dass ich hier eigentlich nicht das Gefühl hatte, einen ersten Band oder eine Vorgeschichte in den Händen zu halten, sondern dass ich mittendrin in einer Geschichte bin und dass mir irgendwas entgangen ist, dass ich irgendwas noch nicht ganz mitgekriegt habe oder nicht genau Bescheid weiß, weil es wurden sehr, sehr viele Dinge in der Vergangenheit erwähnt, die für diese Geschichte sehr, sehr wichtig sind. Und somit hatte ich immer das Gefühl, es gibt noch eine Vorgeschichte der Vorgeschichte. Natürlich ist es wichtig, wenn man eine Welt entwickelt, dass es auch eine Vergangenheit gibt. Aber hier hängt das so eng miteinander zusammen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das müsste auch in einem Buch vorgekommen sein und müsste erzählt worden sein. Das hat mich immer so ein bisschen gestört, aber ich habe auch überlegt, vielleicht liegt es doch daran, dass man erst die Trilogie lesen sollte, die ja in sich sehr rund und abgeschlossen sein soll und vielleicht bekommt da auch das ein oder andere auch nochmal Erwähnung und dass man dann erst die Vorgeschichte liest und dass die Vorgeschichte vielleicht eher Fanservice ist für die Fans der Trilogie, dass man da einiges noch erfährt, aber dass wirklich Hauptaugenmerk auf die Trilogie gesetzt wird und dass hier das eher nur so ein kleiner Zusatz ist. Ja, vielleicht war das nicht ganz richtig, dass man damit anfängt. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich weiterlesen werde, aber eigentlich bin ich schon neugierig, weil ich mir so ein paar Bewertungen noch angeguckt habe und die Trilogie ist wirklich noch um einiges besser bewertet worden als die Vorgeschichte, wo halt auch einiges bemängelt wurde. Mal gucken, ich weiß es noch nicht genau, ich lasse es mir nochmal offen und werde noch ein bisschen drüber nachdenken. Um auch nochmal das Cover anzusprechen, ich finde es wirklich sehr schön gestaltet. Farblich wie auch von dem Motiv passt es sehr gut zum Inhalt. Man sieht, dass es viel mit dem Meer zu tun hat, dass auch das Blau und die Sterne und der Himmel und das Meer, das hier spielt alles irgendwie eine Rolle. Man hat hier einige Elemente, die man erfüllen kann, zum Beispiel hier den Titel oder hier oben das Emblem, hier diese Wellen. Es gibt Sterne, die funkeln, man sieht so ein bisschen Farbverlauf, die Sonnenstrahlen und der Leuchtturm, der strahlt. Ja, das alles gefällt mir sehr gut. Was ich ein bisschen schade finde, ist der Leuchtturm selbst. Zum einen sieht er überhaupt nicht so aus, wie er im Buch beschrieben wird. Also es hat tatsächlich Hand und Fuß, warum hier ein Leuchtturm drauf zu sehen ist, was ich ja gut finde, wenn das Motiv wirklich zum Inhalt passt, aber eben nicht so, überhaupt nicht so, wie er beschrieben worden ist. Und ich finde auch, dass der Leuchtturm sehr computeranimiert aussieht oder wie Computer gemacht, also sehr unecht. Dann hätte man es vielleicht doch eher in dem Stil wie die Umrandung machen können, so ein bisschen mehr künstlerisch, mehr gestaltet.
Ja, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Insgesamt ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Cover. Niedlich fand ich auch, und was auch zum witzigen Charme des Buches passt, ist, dass hier nochmal so beliebte Klabauter-Schimpfwörter und Flüche aufgezählt worden sind. Ob das nun lausiger Seetroll, Windbeutel, Tangenblase oder Buntbarsch ist, fand ich irgendwie ganz niedlich nochmal, dass es hier aufgezählt wurde. Und ja, dann hat man irgendwie noch mehr auf diese Flüche der Klabauter geachtet. Insgesamt fällt das Fazit für dieses Buch sehr positiv aus. Ich fand, es war ein sehr rasantes, einfallsreiches, buntes Abenteuer, was ich gerne verfolgt habe. Aber ich muss sagen, dass es für mich das schwächste Buch war bisher, was ich von Thomas Finn gelesen habe. Aber vielleicht kommt es dem Buch oder der Reihe doch zugute, wenn ich in meine Bewertung die anderen Bände, die Trilogie mit einbinde und die Trilogie ja vielleicht doch eher das Hauptwerk ist, in dieser Welt. Und vielleicht das nochmal ausprobieren soll. Wenn ihr diese Reihe schon gelesen habt, dann sagt mir doch gerne mal, ob es sich lohnt, dran zu bleiben, weil in den Bewertungen habe ich doch gesehen, dass die Trilogie ja viel besser bewertet worden ist und dass da sehr, sehr viel von geschwärmt wird. Also vielleicht werde ich das noch machen. Ich werde mal schauen. Und jetzt hoffe ich, dass euch diese Rezension gefallen hat. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, habt eine schöne, lesereiche Zeit. Ciao, ciao!